Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht der Kapitän. Tobi, und es ist Zeit für ein etwas längeres wahrscheinlich Infovideo. Prinzipiell ein Update vom letzten. Also was seitdem so um den Dreh passiert ist. Erstmal TFM10. Fertig aufgenommen. Alles wunderbar. Wird definitiv am Mittwoch kommen. Ja? TFM10 am Mittwoch. Ich habe den nicht alleine aufgenommen, sondern ich hatte auch noch zwei Kumpels dabei, Thorsten und Stefan, die dann jeweils die Fragen bzw. die Kommentare vorgelesen haben. Die machen das nicht regelmäßig. Einer war auch mit dem Mund ständig zu nah am Mikro, deswegen seid ein bisschen nachsichtig, ja. Die machen das nicht regelmäßig. Ich fand, die haben es okay gemacht. Dafür, dass sie jetzt halt mal dabei waren, nicht schlecht. Zu dem TFM möchte ich noch zwei Sachen sagen. Zum einen habe ich schon bei der Aufnahme von TFM 9 angefangen, die Outtakes zu behalten. Hätte ich schon früher machen sollen, dann hätte ich vielleicht das erste Outtake-Video schon raushauen können. Aber naja, wie ich das jetzt genau mache, wenn ich genug Outtakes zusammen habe, weiß ich noch nicht, da der TFM schließlich ein rein audio-basiertes Ding ist. Das bin übrigens ich als Hausparkfigur. Ja, und da weiß ich noch nicht, wie ich die jetzt aneinanderreihen soll. Oh. Das große Problem ist ja halt, wie soll ich das visuell präsentieren? Soll ich das überhaupt visuell? Soll ich Musik drunter malen oder soll ich das als Gag-Reel laufen lassen? Das sind alles Sachen, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig klar. Anregungen könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Generell könnt ihr mir mal ein bisschen mehr in die Kommentare schreiben. Das würde mir unheimlich helfen und mich auch sehr freuen. Naja, und das andere, was ich zum TFM noch, ja, loswerden sagen wollte, habe ich vergessen. Na, vielleicht habe ich jetzt echt vergessen. Okay, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Dann möchte ich jetzt erstmal auf den Bugshot eingehen, also Howards eigene Sendung. Erste Folge ist raus. Link in der Beschreibung. Könnt ihr euch mal angucken, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr Howards Kanal auch gerne abonnieren. Erwartet allerdings nicht irgendwie eine vorbereitete oder besonders gut informierte Darlegung der aktuellen Lage, sondern es ist Howard, der sich über irgendwas aufregt, ohne groß über die Verluste nachzudenken, so wie ihr ihn halt kennt. Also ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst, sonst habt ihr da keinen Spaß dran. Sagen wir es so. In seinem ersten Bugshot regt er sich direkt mal über die neuen Konsolen auf. Könnte unterhaltsam werden, wenn man sich zum Beispiel mit der Materie beschäftigt, Videospiele, dann könnte das durchaus sehenswert sein. Ich merke, ich fange schon wieder mit meinen Halbsätzen an. Das ist gerade beim Infovideo kontraproduktiv. Aber wie gesagt, erster Bugshot ist draußen, Link in der Beschreibung. Guckt ihn euch an. Ihr seid vorgewarnt, ihr wisst, was ihr kriegt. Nebel. Wird einfach nichts draus. Ich habe keinen Plan, warum. Dass es eine lange Planphase wird, wusste ich im Voraus, war ich auch drauf eingestellt. Dann kam halt auch noch Pech dazu. Ich werde es nicht abbrechen, das Projekt, weil das ist mir eine Herzensangelegenheit. Aber mit den momentanen Situationen komme ich einfach nicht voran. Also habe ich mich entschieden, das fürs Erste zumindest zu pausieren. Solange bis die Arbeitsbedingungen so sind, dass ich tatsächlich weiterarbeiten kann. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, was ich in der Situation machen kann. Ich möchte aber in der Zwischenzeit gerade die, die eine Rolle haben und jetzt schon ziemlich lange im Prinzip auf ihren Einsatz warten, nicht viel länger warten lassen. Deswegen überlege ich, ob ich da in der Zwischenzeit nicht eine andere Art von Hörspiel zwischenschiebe. Einfach um halt die, die eine Rolle haben, aber auch die Zuschauer über diesen Zeitraum hinweg ein wenig zu unterhalten. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig, was es werden wird. Ich bin mir aber schon ziemlich sicher, dass ich eine Sketch-Comedy-Hörspiel-Serie machen will. Möglichst kurz gehalten auch, sodass man das gut aufnehmen kann.
Und es wird so ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung Lucky Star gehen. Wer das kennt, weiß ungefähr, was er zu erwarten hat. Und wenn alles so, wenn ich das genauso realisiere, wie ich es vorhabe, werden die Protagonisten auch hauptsächlich Charaktere von den, also von meinen Karikaturen ungefähr sein. Ich verwende für meine Karikaturen immer die gleichen Charaktere und die werde ich dann quasi durch dieses Hörspiel Leben einhauchen lassen. Ungefähr so habe ich mir das gedacht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es realisieren soll, da es ja, wie gesagt, ein kurzfristig geplanter Ersatz fürs Erste für Nebel sein wird, weil da halt momentan nichts draus wird. Flash Games. Ich habe noch ein paar Flash Games aufgenommen, die jetzt auf meinem Rechner rumfliegen. Da ich momentan Moemon und Xyth, dieses Raumschiffspiel mit dem komischen Namen, da ich die beide gerade laufen habe, und zwar immer freitags, finde ich einfach nicht wirklich einen guten Zeitraum, um die anderen Sachen, die ich vorher aufgenommen hatte, rauszuhauen. Und jetzt liegen die auf meinem PC rum. Jetzt möchte ich jetzt einfach mal die nächsten Tage ein bisschen Platz auf meinem PC schaffen, also haue ich die nächsten Tage, vermutlich auch täglich, damit die schnell weg sind, im Prinzip, täglich eine Folge von irgendwas, was ich aufgenommen habe, raus. So viel ist das auch nicht. Zu einem von denen muss ich gleich nochmal speziell was sagen. Sind drei verschiedene Arten von Spielen. Ein Plattformer, den man als normales Spiel gucken kann. Dann noch ein Score-Spiel, sage ich mal. Die Idee dahinter war eigentlich, dass ich jeden Schwierigkeitsgrad einmal spiele, also einmal pro Folge. Es sind insgesamt drei Schwierigkeitsgrade, also von diesem Spiel drei Folgen. Und die Idee war, dass wenn ich die Folge, also wenn ich die Runde gespielt habe und das Video zu Ende ist, dass ihr euch dann über den Link, der in der Beschreibung steht, selber mal an diesem Level Schwierigkeitsgrad versucht. Und mir dann euren Score in die Kommentare schreibt. Mal gucken, ob ihr meinen schlagen könnt. Gerade bei den schwierigeren Schwierigkeitsgraden dürfte das nicht so schwer werden, weil ich da relativ verkackt habe. Also ich will da wieder so ein Publikumsding draus machen. Seitdem Laura mich dafür mal gelobt hat, bin ich irgendwie ziemlich motiviert, da mal ein bisschen, also das beizubehalten, auch wenn die Beteiligung seitens des Publikums noch nicht so unglaublich groß ist. Ist, war, wahrscheinlich bleiben wird. Wo kommt dieses verdammte Teil hin? Ja, aber das ist so ungefähr, was ich so vorhab. Und das dritte Spiel ist eigentlich kein Spiel, deswegen sage ich da speziell was zu. Punk-O-Matic ist ein Gadget im Prinzip, mit dem man aus relativ begrenzten Möglichkeiten vorgegebenen Bausteinen eigene Punk-Songs zusammenstellen kann. Da das kein wirkliches Spiel ist, ich jetzt aber unbedingt mal zeigen wollte, weil es von Evil Dog ist, den ich persönlich gut vergöttern ist zu viel gesagt, aber sehr gerne mag, wollte ich das auf jeden Fall mal zeigen. Also habe ich im Prinzip zwei Folgen. In der ersten erkläre ich hauptsächlich das Interface. Und in der zweiten mache ich auch wieder eine Community-Sache draus, dass ihr quasi eure Songs, die ihr damit gemacht habt, dann auch unter diesem Video dann posten könnt. Ich habe auch dann für diesen zweiten Part auch nochmal einen eigenen Song extra dafür gemacht, an dem ihr, wenn ihr wollt, auch rumbasteln könnt. Das erkläre ich dann aber alles in diesen Videos selber. So viel dazu. Fällt mir das, was ich zum TFM noch sagen wollte, ein? Nein. Sehr gut. Ja, ich habe das jetzt hier. Es ist jetzt gleich 20 vor 4 morgens. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich kann einfach nicht schlafen, weil ich zu viel Koffein im Kopf habe. Da kann ich natürlich schon mal ein bisschen durcheinander sein. Vor allem puzzle ich hier und ich finde die verdammten Teile nicht, die hier hinten müssen. Ah, da kommt eins hin. Hilft mir das? Nein. Sehr gut. Ja, aber das ist so ungefähr das, was ich sagen wollte. TFM 10 Mittwoch. Howard ist draußen, Link in der Beschreibung. Nebel pausiert stattdessen. Ein Sketch-Comedy-Hörspiel-Serie, die ich noch fortführend planen muss.
und Flash Games ab morgen höchstwahrscheinlich täglich, bis alles rausgehauen ist. Und dann jeweils nur noch freitags Moemon und Xyth eine Folge. Das ist so ziemlich das, was ich über die nächsten Tage, Wochen geplant habe. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.